Herzlich willkommen zu den BIFF Talks des 35. Braunschweig International Film Festival. Mein Name ist Clara Hense und ich habe das große Privileg und Vergnügen, im Rahmen dieses Festivals die BIFF Talks durchzuführen. Das sind Gespräche mit RegisseurInnen, mit SchauspielerInnen und weiteren Gästen unseres Festivals. Und das ist ein offenes Gesprächsformat. Wir wollen in Kontakt kommen mit den Filmen, die wir hier sehen, mit den Menschen, die dahinter stehen. Und heute habe ich einen Gast, auf den ich persönlich und ganz Braunschweig sich sehr gefreut hat, nämlich unseren Hauptpreisträger der Europa, Sebastian Koch. Hallo. Hallo. Sebastian Koch. In den letzten Jahren hatten wir da Bruno Ganz, Mario Adorf, Barbara Sukowa, Hanna Schigula und jetzt Sie. Nina Hoss auch, glaube ich, ne? Ja, genau, Nina Hoss, jetzt Sie. Wie fühlt es sich an, in dieser Reihe zu stehen? Sehr, sehr gut. Ich habe das ja auch gelesen und war erstaunt. Isabel Huppert auch, glaube ich, war hier. Also das ist schon it's a good company. Ja. Das freut uns natürlich sehr. Und jetzt hier in Braunschweig zu sein, diesen Preis zu bekommen, der unter anderem für langjährige darstellerische Leistungen ist. Klingt besser als Lebenswerk. Ja, dann reden wir doch mal über die darstellerischen Leistungen. Wir zeigen hier 9 Filme, eine Auswahl aus Ihrem Werk, aus Ihrem Oeuvre bisher. Wie ist diese Auswahl zustande gekommen und können Sie uns da ein bisschen einführen? Ja, erstmal möchte ich den Braunschweigern danken und diesem wunderbaren Filmfestival. Wir haben so toll zusammengearbeitet, wir haben die Filme ja zusammen ausgesucht auch. Und das hat sehr großen Spaß gemacht, das war sehr liebevoll und herzlich. Und ich meine, ich bin natürlich überwältigt, dass diese Stadt eine Woche lang meine Filme zeigt. Ich darf eine Lesung hier machen mit dem Daniel Hope im Dom, wo ich mich sehr, sehr darauf freue nachher. Paradise. Und das ist erstmal für mich ein überwältigendes Gefühl, so gewürdigt zu werden für das, was ich tue. Und das rührt mich richtig. Also ich bin ganz, freue mich sehr. Zu den Filmen. Ja, wir haben versucht, einen Querschnitt zu finden. Ja, also was heißt ja auch die Europa? Das heißt, wir haben einen französischen Film, einen englischen Film, der übrigens noch nie, Albatross, der noch nie in Deutschland zu sehen war. Das ist eine Zusammenstellung, zu der ich voll und ganz stehe und auf die ich mich sehr, sehr freue, auch die anzukündigen, darüber zu sprechen. Es gibt ja immer schöne Geschichten zu den Filmen. Ja, also es geht los nachher, glaube ich, mit Au nom de ma fille. Und dann, ja, ich bin gespannt, also auch wie das Publikum reagiert und wie das die Interaktion da ist. Aber ich freue mich in erster Linie sehr, sehr, dass ich da bin. Jetzt geht es ja auch um, wie Sie haben es eben gerade gesagt, die Europa. Das heißt auch, dieser Preis wird auch genannt Verdienste um die europäische Schauspielkunst, die europäische Filmkultur. Was wünschen Sie sich von der europäischen Filmkultur und was zeichnet diese auch aus? Na, Europa hin oder her, also das Kino ist gerade generell in großer Gefahr, durch Corona vornehmlich, aber nicht nur, das bahnte sich vorher schon an und Corona ist so ein Booster noch für diese Katastrophe und ich kann mir nur wünschen, und da ist wirklich Europa sekundär, das ist das weltweit, das Kino an Kraft, seine Kraft behält und sich durchsetzt, ne? Und nicht von diesen Heimscreens, Homeline-Wänden da weggedrängt wird. Ich meine, jetzt komme ich zum europäischen Kino, das ist für mich nach wie vor ein unglaublich reiches, fantasievolles, politisches Kino, weil es so viele Staaten, so viele unterschiedliche Staaten zu Wort kommen lässt. Ja? Und diese Filme sind. Also wir waren bei den Oscars und haben ja den Oscar-Verleben der anderen bekommen. Und da wurde die Foreign Film, die Kategorie für den fremdsprachigen Film, wurde 60. Und die haben einen Clip gemacht von 7 Minuten oder sowas mit allen Preisträgern, europäischen Preisträgern für diesen Foreign Language Film. Also nicht nur europäisch, aber hauptsächlich. De Sica, Fellini und Schlöndorff, es waren großartige Filme und da wurde mir bewusst, was für ein Reichtum das europäische Kino hat. Das ist unglaublich, es ist so, hat tiefe Wurzeln und eine Diversity, das ist sensationell. Und jetzt erleben wir Sie ja auch mit Albatross in einer englischsprachigen Rolle. Sie haben ja auch bei Stirb langsam zum Beispiel eine englischsprachige Rolle gehabt. Was bedeutet es für Sie, nicht deutschsprachig zu arbeiten?
Es fing ja französisch an. Ich wurde viel da, kam wie die Jungfrau zum Kind zu der französischen Sprache, muss ich sagen. René Alliot hat in den 90ern, ich glaube, 90 war es genau, einen jungen Mann gesucht, der Französisch spricht, einen jungen Schauspieler im Deutschen, für diesen Film als Hauptrolle, Transit, ein Roman nach Anna Segers, also der Roman von Anna Segers wurde verfilmt. Und ich habe mich irgendwie, wir haben damals in der Falkenberg-Schule irgendwie so angekreuzt, Französisch, Messer werfen, Russisch, was weiß ich, auf was wir drauf waren. Und dadurch kam ich überhaupt in dieses Raster rein, kam zum Casting und bekam die Rolle und konnte kaum Französisch, so gut wie gar nicht. Und die sagten, naja, ça va aller, ja, ist kein Problem. Und dann brauchte ich einen Coach und habe Tag und Nacht diese Sprache gebimst. Und so kam ich überhaupt dazu, in diesen französischen Markt zu kommen. Das hat großen Spaß gemacht, der Film war toll und ich habe dann einmal im Jahr ungefähr in Frankreich gedreht. Und das hat sich durch das Leben der anderen dann verändert, weil dann doch da der ganze englischsprachige Raum sich öffnete. Und weil ich eh sehr picky bin mit der Auswahl von meinen Drehbüchern und was ich überhaupt mache, ist das natürlich ein Segen, wenn man dann ein solches Angebotsreichtum plötzlich zur Verfügung hat und sich noch genauer entscheiden kann. Und Sie haben es eben gerade gesagt, die Wahl zu haben bei der Auswahl der Rollen bedeutet ja auch ein besonderes Augenmerk darauf, was haben Sie bisher gemacht. Ja, und das sind vor allem historische Persönlichkeiten, das sind beeindruckende Menschen, die auch nicht ganz einfach sind. Ich denke zum Beispiel an Ärzte im Nationalsozialismus, ich denke an KünstlerInnen, ich denke an RAF-Mitglieder. Wie finden Sie zu diesen Rollen und hat das auch was mit einer historischen Verantwortung zu tun, sich diesen Rollen zu stellen? Viele Fragen. Also die erste ist, dass ich versucht habe, mich nicht zu wiederholen. Ich hatte ganz am Anfang mit dem Schulze Rohr, das war ein großer Regisseur damals, und wir haben für den SWR Der Mann mit der Maske gemacht. Das war ein Zweiteiler, der extrem erfolgreich war, ein ganz toller Film war. Ein Serientriebtäter. Da war ich, was weiß ich, Anfang 30 oder so. Und danach wurden mir halt extrem viele Serientriebtäter angeboten. Ne? Und ich habe damals den Instinkt schon gehabt, ich darf das nicht machen. Sonst bin ich in so einer ganz merkwürdigen Ecke und komme da nicht mehr raus. Und habe das alles brav abgesagt, was auch nicht immer einfach ist. Aber diese Haltung habe ich bewahrt und habe gesagt, ich möchte mich nicht wiederholen, ich möchte nicht Dinge nochmal machen, sondern versuchen, neue Sachen für mich zu entdecken und auch somit fürs Publikum. Und da sind wir schon beim Thema Vielfalt, die zeichnet sich ja auch ab in dieser Auswahl an Filmen. Sie kommen ja ursprünglich vom Theater, die Anfänge in Darmstadt. Wie kam es denn dann zum Film? Das fand vorher statt. Ich war in der Falkenberg-Schule und war da eigentlich gar nicht so gerne. Das war keine besonders schöne Zeit. Ich wurde aber immer, wenn von außen Leute kamen und einen Schauspieler gesucht haben, wurde ich meistens genommen. Und das hat mich wahnsinnig beruhigt, weil ich dachte, ich bin überhaupt kein Schauspieler und es klappt eh nicht und so. Und war ganz missmutig eigentlich. Und durch diese Bestätigung, das hat mir gut getan. Und so begegnete ich Reinhard Schwabinitzky, ein großer österreichischer Produzent und Regisseur, sehr eigen, hat einen besonderen Humor. Und wir haben eine Serie gemacht, damals gab es noch keine Serien, das war ein Sechsteiler. Josef Filzmeier hat Kamera gemacht noch, das war in den 80ern, Ende der 80er. Nein, Mitte der 80er, also relativ früh schon. Und und dann hat der Schwabinitzky danach in einen Tatort gemacht und hat mich auch für die Hauptrolle genommen. Und somit war ich, bevor ich am Theater eingestiegen bin, in diesem deutschen Fernsehkarussell vorhanden, sage ich mal. Ja? Und das hat mir erlaubt, dass ich während meiner Theaterzeit, die ja fast 10 Jahre ging, immer wieder mein Portemonnaie, also mein Gehalt aufbessern konnte und immer so ein paar Drehtage mit irgendwelchen Schnauzbärten oder verkleidet oder irgendwelchen Serienhauptrollen spielen konnte, die mich über Wasser gehalten haben. Und das war natürlich toll. Und dann kam der
als ich dann vom Schillertheater weg bin, habe ich das große Glück gehabt, dass ich eben Mann mit der Maske machen konnte. Und ein unmöglicher Lehrer, das war eine Komödie, auch ein sehr schöner Film. Und die beiden Filme haben mich dann ja, so immer weitergebracht und ich bin immer sehr bei meinen Entscheidungen geblieben. Und dann kam, glaube ich, Todesspiel war so ein Wendepunkt, der Bader. Eine ganz kleine Rolle mit dem Heinrich Brilleur, den ich sehr, sehr schätzte damals. Und wir waren, das war für mich eine hochintellektuelle politische Welt, in der ich nicht so zu Hause war, die mich aber massiv interessiert hat und wo ich Feuer und Flamme war und eingestiegen bin. Und ich habe einfach diese Rolle, diese Idee, diesen Bader so darzustellen, dass man, das ist eine ambivalente Figur. Es gibt nur Menschen, die ihn hassen oder lieben. Es gibt da kaum eine Mitte. Und dem gerecht zu werden, beidem, das hat mich wahnsinnig interessiert. Und ich glaube, das ist auch gelungen. Und ich finde das einer der besten Filme von Heinrich Brilleur übrigens. Obwohl es eine relativ kleine Rolle war jetzt von mir aus. Aber das Gesamtwerk ist großartig. Und jetzt haben wir über Ihre Anfänge gesprochen. Wir zeichnen ja hier in Braunschweig auch NewcomerInnen aus. Ach, warte, wir waren ja bei Theater. Ne? Wir wollten sogar, muss unterbrechen. Dann. Alles gut. Ja. Ich meine, das ist ja auch, ich höre Ihnen unglaublich gern zu, weil das einfach auch... Nein, ich habe die Frage vollkommen verloren. Das muss ich nochmal zurück. Sie haben ja gefragt, ich habe das Theater geliebt. Ich war totaler Theaterfreak und auch ein wenig einer dieser arroganten Theaterschauspieler sagt, Film, boah, ja, die Bühne ist alles und so weiter. Und liebte das Theater, vor allem auch, ich glaube, diese Familientheater wie Peimann, Zadek, Stein, der 70er, 80er, diese festen Gruppen, die alle möglichen Rollen spielen und jahrelang eine Stadt aufheizen können, das hat mir unglaublich gefallen. Und ich dachte, so möchte ich meinen Beruf ausüben. So habe ich überhaupt diesen Beruf gewählt. Das hat mir so gut gefallen. In diesem künstlichen Licht, in diesem künstlichen Haus, wo alle Gewerke sind, wo ein künstliches, zweites Parallelleben fast stattfindet, das hat mich fasziniert. Und dadurch, dass es dann im Schillertheater, die Situation war in Berlin in den 90ern so, dass es plötzlich, glaube ich, 12 große, wuchtige, mächtige Theater gab nach der Wende. Und das hat die Stadt nicht vertragen. Plötzlich standen diese Theater in Konkurrenz und es war für mich die Idee des Theaters, ist ja nicht besser zu sein als jemand oder bunter oder schriller oder lauter, sondern Kunst zu machen. Und das war im Schillertheater leider dann einfach nicht mehr vorhanden und dann bin ich weggegangen. Und dann habe ich das beim Film gesucht, diese Intensität, diese Innigkeit, dieses liebevolle Arbeiten und bin dann geblieben da, bis auf wenige Ausnahmen. Und wenn Sie jetzt sich anschauen, hier in Braunschweig zeichnen wir auch NewcomerInnen aus mit dem Braunschweiger Filmpreis. Würden Sie Ihren Karriereweg so empfehlen? Wie etabliert man sich? Mit so einem Preis, meinen Sie? Naja, aber wenn es darum geht, sich als junge, schauspielende Person auf dem Markt zu etablieren, übers Theater zu gehen, über den Film, also muss man Glück haben? Das sind zwei Sachen. Also kurz zu dem, ich habe nämlich einen Preis bekommen, als ich am Schillertheater war, also ganz jung noch als Nachwuchsschauspieler. Und habe mich so gefreut damals. Fand das ein Ansporn. Ja, das waren irgendwie, glaube ich, 5.000 Mark damals und eine besondere Ehre und auch viel Geld damals. Ja. Und ich weiß noch, wie ich saß in der U-Bahn, habe diesen Brief aufgemacht, man denkt ja nichts Böses und dann, wow, what's that? Und war vollkommen aus dem Häuschen. Und eine solche Art der Anerkennung ist, glaube ich, gerade in so einem Alter extrem wichtig. Ja. Und nochmal jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, empfehlen kann man gar nichts, glaube ich. Das ist ein so komplizierter Beruf. Ich denke, dass solche Nachwuchsauszeichnungen anspornend sind, auf jeden Fall. Aber ich denke, man muss was Eigenes entwickeln, etwas für sich, an was glauben, etwas nicht besonders machen um der Besonderheit willen, sondern einfach, weil man es so haben will. Und dann Menschen finden, die das verstehen. Und das Glück vielleicht zu haben, Menschen zu begegnen, die das auch fördern. Also ich hatte das große Glück, in Darmstadt der Hannelore Hoger begegnet zu sein. Die hat ihre zweite
Regie gemacht als Schauspielerin, eine wunderbare Schauspielerin. Jeder kennt sie aus Bella Block spätestens und vorher war sie ein großes Theatertier. Ein unglaublich toller Mensch. Und sie war in Darmstadt und ich hatte das Glück, mit ihr meine erste Hauptrolle zu arbeiten. Und dann so eine, das sind die Kleinigkeiten. Ich weiß noch, auf der Probebühne, ich habe eine Szene zu Ende gespielt, Leonard in Maria Magdalena von Hebbel. Und die Szene ist vorbei, ich gehe ab. Ich sage, Sebastian? Sag ich, ja? Warum gehst du jetzt weg? Er sagt, ja, steht doch da, also geht ab. Also gehe ich ab. Bleib doch mal da. Und das klingt dann so ein bisschen banal, aber das ist ein unglaublich wertvoller Satz für einen Schauspieler. Nämlich nicht zu wissen, was kommt. Nicht zu wissen, ich mache jetzt das und das, sondern sich überraschen zu lassen, in der Szene überraschen zu lassen. Und das ist das sind Goldstücke. Ja. Und wenn man solche Menschen findet und diesen Menschen begegnet, dann kann man eigentlich nur sich freuen und weitermachen. Und das, ja, meine Empfehlung ist, bleibt bei euch, also bei sich zu bleiben. Und die Kraft zu haben, das nicht zu verlassen. Und dann wird man Menschen begegnen, die einen fördern, fordern, herausfordern auch. Und that's it. Und jetzt zu einem anderen Projekt zum Thema Menschen, wie man sie kennenlernt und was daraus entwächst. Sie haben es eben schon gesagt, die Lesung mit Daniel Hope heute Abend hier im Braunschweiger Dom. Es geht um Paradise, das Paradies, das im Dom. Was darf uns erwarten? Also erstmal ist eine langjährige Freundschaft auch mit dem Daniel entstanden, bevor wir das gemacht haben. Wir wollten immer was machen zusammen. Und wie das so ist bei zwei vielbeschäftigten Menschen, das zieht sich und dann nach 5 Jahren hockt man immer, wir müssen was machen. Und dann kamen wir uns ein bisschen doof vor und haben gesagt, okay, 17. Juni 2017, Lübeck, Premiere, Paradise. Und mich hat das Paradies damals sehr beschäftigt, so, lass mal Paradise, so. Das haben wir aufgeschrieben und das war ein Termin. Und dann auch wieder so, es kennt auch wahrscheinlich fast jeder, dann hat man so einen Termin, der ist ja noch in einem Jahr, ja, ist man also noch sehr entspannt. Und plötzlich vor 4 Wochen vor Premierebeginn war noch gar nichts da. Und dann bin ich zum Daniel und sage, was denn? Also, wie geht's? Ich war ein bisschen kränklich, wollen wir das nicht verschieben? Oder irgendwie. Und da war er schlau genug zu sagen, ja, das könnten wir machen. Also wir könnten, das wäre möglich. Und dann dachte ich, okay, wenn der so locker drauf ist, dann versuchen wir es einfach. Absagen können wir es ja immer noch, dass einer von uns tot umfällt oder was weiß ich. So, er wusste genau, um was es geht. Nämlich, dass ich so ein bisschen gekniffen habe. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und habe diese Texte, die ich zum Teil schon hatte. Und jetzt zu Ihrer Frage. Paradise. Ich bin sehr evangelisch aufgewachsen, methodistisch sogar, was für so einen jungen Buben echt ein Päckchen ist, sage ich mal. Aber ich bin eben so aufgewachsen, und da ist Paradies ja ein ganz wichtiges Wort. Das Paradies ist, da wollen wir hin wieder, da kommen wir her, aber wir müssen gut sein, wir müssen das und das machen und das und das. Es gibt doch einige Voraussetzungen, dass wir da wieder aufgenommen werden. Und ich habe irgendwie lange, Jahrzehnte, das irgendwie war das ein bestehender, ein Gesetz, an etwas, womit ich groß geworden bin. Und das geriet irgendwann enorm ins Wanken und habe mich dann damit beschäftigt. Und gesagt, okay, dann lass uns doch ein Thema draus machen. Und dann musste ich mich jetzt hinsetzen in diesen 4 Wochen und habe das Tag und Nacht dann erarbeitet und habe mit dem Dramaturgen zusammen das in eine Form gebracht, dann, dass es tatsächlich einen Bogen gibt vom Urknall, also von dem Moment, wo noch gar nichts da war, zum Urknall, zum Schöpfer, zur Schöpfung, zum Paradies, zum Sündenfall, zum Flucht aus dem Paradies. Dann haben wir die Flüchtigen heute hier überall auf der Welt. Und plötzlich wird das immer enger und schneller und dichter. Und trotzdem kommen wir zu dem Schluss mit dem Abend, dass
Wer sagt uns denn, dass das Paradies irgendwo ist oder irgendwo war? Es ist da. Wir leben darin. Und das ist die Botschaft von diesem Abend. Mit sehr schöner Musik, auch paradiesischer Musik. Aber auch, dass es auch eine Bürde ist, dass es nicht als auch... Nein, man muss es verstehen, dass all diese Aufgaben, die wir haben, das sind Aufgaben. Wir spiegeln uns, wir sind vernetzt, verbunden. Wir haben keine Ahnung, wie sehr wir verbunden sind, wir Menschen. Und das ist ein paradiesischer Zustand, wenn wir ihn denn begreifen. Und das dann auch noch im Dom, hier in Braunschweig, mit viel Geschichte? Ja, das ist spannend, in der Kirche das zu machen, weil es sind auch weltliche, sehr weltliche Texte dabei. Und trotzdem, also ich bin ein gläubiger Mensch, nicht unbedingt mehr der Kirche so zugetan, aber doch ein spirituell gläubiger Mensch. Ich glaube, dass die Dinge zusammen verwoben sind, eng verwoben sind und dass wir ohne Balance langfristig nicht existieren können. Und jetzt um das Paradies, vielleicht ein sehr weit entfernter Zukunftszustand oder ein Jetztzustand, erstmal zu einem Mittelzustand, nämlich der Samstag, die Preisverleihung. Ja, das passiert nämlich auch noch. Es wird in die Europa verliehen und die Laudatio hält Till Brönner. Wie kam es denn dazu? Und wie ist Ihr Verhältnis? Ja, also erstmal bin ich mit Preisverleihung, erstmal bin ich selber wahnsinnig schüchtern, solche Reden zu halten und habe dann... Oh. Jetzt langsam geht das, ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Und es ist schon wichtig, dass das jemand macht, der einen zumindest vielleicht respektiert oder vielleicht auch ein bisschen mag. Oder das ist, zumindest ist es, glaube ich, schön, bei so einem wichtigen Preis jemanden zu haben, der einen kennt. Ne? Und Till Brönner ist ja nicht nur Musiker, sondern auch Fotograf. Und ich war, glaube ich, eines seiner ersten Modelle, 20 Jahren oder so. Und der kann gucken, der hat mich gesehen. Und Fotos ist für mich auch ein komischer Zustand als Schauspieler. Also in der Rolle überhaupt nicht, aber so privat Fotos zu machen, war für mich immer ein Gräuel. Und er hat das, weil wir befreundet sind auch und weil er einfach gut ist, hat das vollkommen überbrückt durch ein sich Verbinden, dass ganz tolle Fotos rauskamen. Und wir sind befreundet einfach. Wir kennen uns, wir schätzen uns sehr. Und wir haben auch schon was gemacht zusammen, die Traubennovelle von Schnitzler. Und ich hoffe, dass wir noch mehrere Abende auf die Bühne bringen. Das würde uns natürlich auch ganz besonders freuen. Jetzt reden wir schon davon, zukünftige Projekte. Sehen wir sie irgendwann bald? Gibt es was? Ja, ich habe witzigerweise zur Corona-Zeit, also als Corona anfing, habe ich beschlossen, für mich alles runterzufahren. Also das war absurd. Das war, als ob die Welt mit runterfährt. Völlig, völlig schräg. Und diese Pause hat mir sehr, sehr gut getan. Und ich habe dieses Jahr wieder angefangen zu drehen, seit langer Zeit. Und habe von Januar bis Mai eine Serie gemacht, Euer Ehren heißt die. Das ist ein israelischer Stoff, Kvodo. Und die Amis haben das mit Your Honor, mit dem Bryan Cranston jetzt gerade verfilmt, auch als eine Serie, die sehr erfolgreich war. Und wir haben das für den deutschsprachigen Raum adaptiert und ich habe 4 Folgen gesehen. Das wird richtig gut, was ich nicht so oft sage. Aber es ist echt toll geworden und freue mich sehr. Ich weiß nicht, wann es rauskommt, ob das jetzt im März sein wird oder im Herbst. Aber das war eine tolle Arbeit mit einem wunderbaren Regisseur, David Navrat, von dem man hören wird, ganz sicher. Und freue mich sehr, das platziert zu sehen. Und ich vermisse sehr die Lesung. Ja. Durch Corona ist das also ist echt schade. Weil das ist so, mit diese Interaktion mit dem Publikum, und das fehlt mir doch sehr. Und hoffe, dass das bald wieder voll und nebeneinander und ja, wieder so ist, wie es war. Noch die Frage, Filmfestivals, was haben die für eine Bedeutung für Sie, auch jetzt hier zu sein, in den Q&As zu sein, mit dem Publikum in Kontakt zu treten? Also ich habe mich früher extremst schwer getan, frei zu reden. Also auch solche Interviews, das ist relativ neu, dass ich so entspannt hier sitze und mit Ihnen reden kann. Liegt auch ein bisschen an Ihnen, weil Sie gute Fragen stellen und weil die Atmosphäre gut ist. Das ist für mich immer eine... Also vor Publikum zu sprechen, habe ich nie... genossen. Das
wünsche ich mir sehr, weil das ist ja auch, man denkt immer, Schauspieler können das. Das heißt aber, wenn ich in der Rolle bin, habe ich einen Schutz. Ja, und wenn ich nicht in der Rolle bin, habe ich keinen Schutz. Bin ich privat irgendwie ausgeliefert und das mochte ich nie. Mittlerweile ist es aber so, dass diese Filme auch mir so Spaß gemacht haben. Und ich merke, dass es ja was Schönes ist, wenn Menschen einen sehen wollen, beziehungsweise auch Fragen haben dazu. Und das dann zu beantworten, ist ja auch eine Lust. Ja. Und ich hoffe, dass das jetzt dieses Mal gut klappt. Dann Braunschweig freut sich auf jeden Fall sehr auf Sie, auf die Preisverleihung. Und herzlichen Glückwunsch nochmal, die Europa 2021, Sebastian Koch. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke, danke Ihnen.